Ja, herzlich willkommen zurück zu unserem zweiten, diesmal etwas längeren Vortrag. Ich habe hier bei mir Arnulf Christel und er wird gleich anfangen, den Vortrag live zu halten, und zwar zum Thema Open Source Geospatial und agile Softwareentwicklung am Beispiel der Glasfaser Rollout-Prozesse der Telekom AG. Viel Vergnügen. Ja, herzlich willkommen zu einem etwas langweiligeren Vortrag als den vorherigen, den ich sehr cool fand. Der ging im Wald los und hat sehr schön zu dem Thema Agiles in einem etwas kleineren Projekt das mal beigetragen in der öffentlichen Verwaltung. Und ich habe jetzt ein etwas größeres Projekt, wo tatsächlich sprichwörtlich Hunderte von Entwicklern am Arbeiten sind, nämlich der Glasfaser-Rollout-Prozess der Telekom AG. Kurz ein paar Worte zu mir. Mein Hintergrund ist ein bunter Mix aus IT und Kommunikation, also so etwas wie die Borg. Und ich habe 1998 die CCGIS gegründet, dann Geokonsortium Open Source Geospatial Foundation, da war ich auch ein paar Jahre im Board und Präsident, dann die Ware Group mitgegründet, Metaspatial. Und dann bin ich ein bisschen rübergegangen, mehr in die Projektverwaltung, agile Projektverwaltung, agile Softwareentwicklung und jetzt als Mitarbeiter der Terrestris GmbH und Krug AG und leite dort auch Projekte. Das ist also mein Hintergrund, Terrestris Mundialis und dazwischen noch ein bisschen Metaspatial. Ein Exkurs, eigentlich würde ich jetzt mit drei Leuten hier sitzen und wir wollten das so als kleines Rollenspiel machen, indem man einen Fachanwender hat und einen Softwareentwickler und einen Projektmanager und die im Diskurs entwickeln, wie so ein agiles Projekt tatsächlich laufen kann. Leider ist uns der Krieg dazwischen gekommen und die Telekom ist gerade mit allen möglichen anderen Dingen beschäftigt und ich sitze deswegen ein bisschen alleine hier. Wie gesagt, ein etwas langweiligerer Vortrag, aber kriegen wir schon irgendwie hin. Warum ein Doppeltalk? Weil das eine komplexe Fragestellung ist. Es gibt sehr harte Business-Anforderungen. Und agile Softwareentwicklung versus Lastenheft, wie wir es bisher kennen in der öffentlichen Verwaltung, ist sicherlich ein interessantes Thema. Und was hat das aber mit agilem Projektmanagement zu tun? Also Softwareentwicklung ist ja das, was man mit Scrum gerne tun kann, aber die Projektmanagement ist ja außerhalb der eigentlichen Softwareentwicklung. Wie geht das jetzt damit um? Gehen wir mal zum Beispiel der Telekom. Die ist vom Gesetzgeber angehalten, Haushalte auch im ländlichen Raum an das Hochgeschwindigkeitsnetz anzuschließen. Und dazu gibt es einen Vortrag von Tobias Frechen von letztem Jahr auch auf der Vosges über die Geodateninfrastruktur. Da wird die vorgestellt. Das heißt, auf die Technik gehe ich jetzt ein bisschen weniger ein. Die wurde schon sehr gut beleuchtet. Den Vortrag kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Kurz zusammengefasst, kann man sagen, dass also alte kleine Häuschen nur über Kupfer angeschlossen sind. Etwas größere, schickere Häuser haben an dem Verteilerkasten schon Glasfaser und dann noch Kupfer ins Haus und moderne Bungalows, die werden mit Glasfaser komplett angeschlossen. Und das ist natürlich das Ziel, dass wir jetzt nicht nur über Kupfer, wie das Helmut Kohl damals durchgesetzt hat, deswegen haben wir so viel Kupfer, weil er damals noch nicht auf Glasfaser gesetzt hat. Das ist also ein Problem, das aus den Ende 90ern noch stammt. Und jetzt eben kurzfristig auf Glasfaser umgestellt werden soll. Die Zielvorgabe 2018 mal als Beispiel, das verschiebt sich ja immer je nachdem, wer so Politik macht, war eine flächendeckende Infrastruktur mit Gigabit-Geschwindigkeiten bis 2025. Und als die Telekom dann mal hochgerechnet hat mit dem aktuellen Planungsprozess, wie lange das dauern würde, war klar, dass das Ziel so nicht zu erreichen war. Und um dieses Ziel zu erreichen, muss unter anderem der Planungsprozess erheblich beschleunigt werden. Und zwar nicht nur beschleunigt werden, indem mehr Leute das machen, sondern in der gesamte Prozess beschleunigt wird. Ich nehme jetzt mal einen Mitbewerber, das ist die Deutsche Glasfaser. Die haben ein schönes Bild für den Planungsprozess. Der beschreibt das ganz gut, wie das früher war. Also mit einem Taschenrechner und mit ausgedruckten Katasterkarten, auf denen dann mit Lineal und Bleistift rumgemalt wurde. Da kann man sich vorstellen, das funktioniert natürlich heute nicht mehr. Ich denke, die Deutsche Glasfaser macht das inzwischen auch anders, aber ich fant das Bild irgendwie bezeichnend, deswegen habe ich das hier kurz mit reinkopiert. Ja, was ist denn dieser Planungsprozess? Stark verkürzt und vereinfacht natürlich, weil wir nur wenig Zeit haben. Eine Festlegung des Ausbaugebietes, das wird erstmal vorgenommen. Das ist eine etwas eher willkürliche Vorgehen.
welches Gebiet als nächstes ausgebaut werden soll. Dann wird der Bedarf ermittelt, der dort besteht. Wie viele Leute wollen angeschlossen werden? Wie viele Haushalte sind das? Dann werden potenzielle Standorte der Verteilerkästen vorbereitet und herausgefunden. Und dann werden potenzielle Tassen berechnet. Bei den Verteilerkästen habe ich gerade so gezögert, weil ich wollte kurz erklären, aber wir sehen es nachher eh noch. Das sind diese grauen Kästen, die überall rumstehen, die man nie sieht. Und seit ich Ende 2018 für die Telekom mit diesen Dingern angefangen habe, sehe ich die überall. Es ist furchtbar, wie viele es davon gibt. Das ist wirklich der Hammer. Gut, dann werden also diese potenziellen Trassen gerechnet und dann geht das Ganze als Vorlage zur Behörde. Das heißt, diese Planung muss dann noch behördlich genehmigt werden, zum Beispiel von der Stadtverwaltung, Kreisverwaltung, wer auch immer da zuständig ist. Und dann erst kann man anfangen, den Bauauftrag rauszugeben, es kann gebuddelt werden und so weiter. Das wäre jetzt so ein Ausbaugebiet. Das sind jetzt Testdaten, die ich einfach zur Veranschaulichung mal hingestellt habe. Das sind also einfach so grobe Kästen, in denen was passieren soll. Und dann wird eine Webseite freigeschaltet. Die ist hier unten auch. Im Moment läuft sie aber nicht. 5 Schritte zum Glasfaseranschluss. Erstmal die Bestellung. Sie entscheiden sich für den passenden Tarif. Das ist jetzt egal, ob das Magenta ist oder irgendeiner von den anderen. Dann wird geprüft und hier ist jetzt das Ergebnis, jawohl, über 1500 Bestellungen liegen vor. Damit steht fest, die Deutsche Telekom baut ein Glasfasernetz in Bornheim. Und dann geht es in die eigentliche Planung und dieser Prozess ist der, der jetzt erheblich beschleunigt werden muss. Dann geht es in die Bauphase und dann kann man eben nach der Bauphase das bestellen und kriegt es dann auch eingebaut. Der andere starke Beschleunigungsprozess ist in der Bauphase selbst. Da ist eine neue Technik eingebaut worden. So vor den letzten, in den letzten 5 bis 7 Jahren wurde das entwickelt. Das nennt man Trenching. Da wird im Grunde genommen mit der großen Kreissäge ein Schlitz in die Straße oder in den Untergrund gesägt. So bis zu 20, 30 Zentimeter tief, aber nur wenige Zentimeter breit. Und dort wird dann das Kabel direkt eingelegt. Das Zeug, was rausgesaugt wird aus dem, also die Späne sozusagen, werden mit Epoxidharz vermischt und hinten gleich wieder reingeschlossen, sodass also die Maschine drüber fährt und gleich das Kabel dort reinlegt und wieder versiegelt. Das ist eine tolle Sache, aber manche Kommunen mögen das nicht so sehr, weil natürlich das relativ flach unter der Oberfläche ist und bei jeglicher Bewegung der Oberfläche oder Kompression durch schwere Fahrzeuge oder auch bei Bauarbeiten an der Straße wieder zu Schwierigkeiten kommen kann. Trotzdem wird diese Methode bevorzugt. Und jetzt ist die Frage, wo kann man das anwenden und wo nicht? Das wäre ein solcher Verteilerkasten noch im Umbau. Und da sieht man, gehen die Kabel raus, hier kommen die Kabel rum. Da geht es also hier über in den Bürgersteigbereich. Und so sieht das dann aus. Das wäre ein solcher Standort von einem Verteilerkasten. Ja, dann geht es zu den Berechnungen der potenziellen Trassen und was brauchen wir jetzt an der Stelle? Wir brauchen Flurstücke, Gebäude, Adressdaten, Verteilerstandorte, ein bestehendes Leitungsnetz, eine Oberflächenart, wo wir mit den Kanälen durchgehen müssen und so weiter. Die Berechnung der potenziellen Trassen funktioniert bei der Telekom natürlich mit künstlicher Intelligenz und jetzt würde ich die Regie bitten, kurz eine Einspielung vorzunehmen. Echt krass, was hier alles an Technik oben drauf steckt, oder? Die Telekom benutzt diese Fahrzeuge zum Plan ihrer Netzbaustellen. Und seit kurzem ist dabei auch künstliche Intelligenz im Einsatz. Und was es damit auf sich hat, das klären wir heute bei den Netzgeschichten. Ja, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und wo gebaggert wird, richtig, da entstehen Löcher. Und diese Löcher, oder besser die Baustellen, die kosten Zeit, Geld und Nerven. Da wäre es doch praktisch, wenn man Baustellen so effizient wie möglich gestaltet. Allein 2018 betreibt die Telekom mit rund 1800 Tiefbauunternehmen knapp 240.000 Baustellen. Wahnsinn, oder? Neben Schaufel und Bagger setzt die Telekom nun auch künstliche Intelligenz beim Netzausbau ein. Stefan, das sieht jetzt aus wie so ein Google-Auto irgendwie, ne? Wofür wird das denn eingesetzt? Ja genau, ein bisschen wie die Google-Autos, allerdings im technischen Aufbau nochmals deutlich komplexer. Wir werden in den nächsten Jahren unseren Glasfaserausbau bis in die Wohnung unserer Kunden nochmals deutlich erhöhen. Um das realisieren zu können, benötigen wir effiziente und möglichst automatisierte Planungsprozesse. Und genau hier kommt das Auto ins Spiel.
Wir werden alle Gebiete, in denen wir Glasfaser ausbauen werden, mit diesen Fahrzeugen befahren und hier einmal Bildaufnahmen von dem Umfeld erstellen und zusätzlich mit einem augensicheren Laser eine Punktwolke des Umfeldes erstellen mit 1 Million Punkten pro Sekunde. Hieraus erhalten wir dann dreidimensionale Bilder, die wir für unsere Planung nutzen können. Herr Professor Reiterer, wie kommt denn jetzt die KI hier ins Spiel bei diesen Messungen? Was macht die mit den Daten? Die KI nimmt die Bilder, die Daten, die 2D-Daten und die 3D-Daten entgegen und klassifiziert diese. Das heißt, nachdem die KI die Daten bearbeitet hat, können wir in den Bildern und in den 3D-Daten klar sagen, ob dort ein Mülleimer beispielsweise steht, ob Kopfsteinpflaster dort ist, ob Asphalt ist oder ein Baum steht. Was ist denn der Vorteil von so einer KI? Könnte man nicht einfach einen Menschen in das Auto setzen? Man könnte das natürlich durch einen Menschen machen lassen. Das dauert natürlich deutlich länger und es soll natürlich Richtung Automatisierung gehen. Das heißt, die KI soll dann irgendwann selbstständig entscheiden können, wo die beste Trasse langläuft. Henning, jetzt haben wir diese riesen Datenpakete von der KI bekommen. Was macht denn die Telekom damit, um den Netzausbau zu verbessern? Also aus diesen Datenpaketen von der KI ergeben sich potenzielle Trassen. Potenzielle Trassen sind nichts anderes wie Wege auf der linken und auf der rechten Straßenseite, wie wir alle Kunden im Ausbaugebiet erschließen könnten. Diese Daten, die geben wir dann zur Weiterverarbeitung und aus dieser Weiterverarbeitung ergibt sich wirklich eine konkrete Trasse auf der linken und auf der rechten Straßenseite, die am günstigsten ist. Also wirklich das kostengünstigste Netzdesign. Das siehst du hier auch ganz schön. Hier haben wir unser Netzdesign, unser fertiges Netzdesign. Die Punkte sind die Gehäuse, die wir stellen müssen und die Bereiche, die verschiedenfarbigen Bereiche um diese Punkte sind die Kunden, die wir von diesem Gehäuse versorgen. Die potenziellen Trassen wurden hier auch schon berücksichtigt, also man sieht auch wirklich nur eine Trasse auf jeder Straßenseite und das ist dann wirklich das komplette, fertige, kostengünstigste Netzdesign, welches wir aus den Daten, die von dem Auto kommen, dann errechnet haben. Das heißt, wenn ein Kunde dann sagt, ja, ich möchte Glasfaser haben, müsst ihr eigentlich nur den Computer befragen, die Maschine, welcher Weg der beste, günstigste, schnellste ist. Genau, und der spuckt uns das alles aus, eben alles auf Datengrundlage, wie das Auto vorher gefahren ist. Schon krass, oder? Die KI kann zwar nicht in die Erde gucken, aber sie kann bei so einem Baum zum Beispiel erkennen, ob er eher flache oder tiefe Wurzeln hat und dann die Tiefbaumethode jeweils anpassen. Das heißt, die KI hilft wirklich beim Netzausbau mit. Falls es doch mal zu einer Störung kommen sollte, hat die Telekom die sogenannte Netzfeuerwehr. Die könnt ihr hier drüben besuchen. Ansonsten vergesst wie immer nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns nächste Woche wieder bei den Netzgeschichten. Ja, vielen Dank an die Regie und eine Entschuldigung von mir. Ich habe leider das vorher nicht als Film aufgenommen, deswegen mussten die das live einspielen. Das geht manchmal nicht gut, aber kein Problem. Und nochmal eine Entschuldigung, dass ich hier Telekom-Werbung mache. Das war nicht so gemeint, aber die haben das sehr schön zusammengefasst. Und ich fand es deswegen auch nochmal zeigenswert, weil dort der Professor Reiterer aufgetreten ist vom Fraunhofer Institut. Das ist sozusagen einer von den Entwicklern. Dann der Stefan Bonato, das ist der Programmleiter, der Projektleiter, der Programmleiter in der Telekom, also der die Übersicht hat über das gesamte Projekt. Und der Henning Wulff, einer aus der Fachseite. Das sind also genau die drei, die aus so einem agilen Kontext heraus miteinander zusammenarbeiten müssen. Wenn wir uns das jetzt genauer angucken, dann haben wir jetzt gesehen, eine Vielzahl unterschiedlicher Daten wird benötigt, jede mit spezieller Aufbereitung. Das geht los mit amtlichen Katasterdaten, zum Beispiel ALKES, wie sie von der ADV bereitgestellt werden. Und das war schon eine der ersten großen Hürden, da diese Daten nicht Open Data sind und zum Teil eingekauft werden müssen und an den Grenzen der Länder nicht zusammengepasst haben, mit unterschiedlichen Projektionen, Vorlagen und so weiter. Autofotos schon etwas besser, die werden vom BKG bereitgestellt über einen WMS-Dienst, kommen aber manchmal mit den Anforderungen, die in der Telekom zum Teil dann doch tausende von Zurufen sind pro Minute, an die Grenzen. OpenStreetMap ist natürlich auch da drin, dann selbst erhobene 3D-Befahrungsdaten, das haben wir kurz gesehen, das Fahrzeug, werde ich auch kurz nochmal drauf eingehen. Altes Straßennetz, Flurstücke, Adressdaten, Gebäudeumringe und so weiter. Das ist so ein Fahrzeug, da sieht man oben schön vorne und hinten die Laserscan-Geräte und obendrauf die Kameras und ein High-Precision-GPS. Das sind also Befahrungsdaten, die Telekom selbst ernommen hat. Und das Ganze wird dann zu einem Standortsicherungswerkzeug zusammengebaut. Und ich spiele jetzt mal ab, da unten spreche ich auch, aber ich spreche hier auf Englisch, deswegen dubbe ich das mal. Was man jetzt hier sieht, sind solche Standorte von diesen Verteilerkästen.
Und an diesen Standorten müssen jetzt für die Genehmigung Bilder gemacht werden. Dafür werden diese blauen Linien eingeblendet. Das sind die Wege, die das Surface Car, das T-Surface Car, das wir eben gesehen haben, zurücklegt. Und diese kleinen Punkte, in jedem dieser kleinen Punkte sind ein paar Millionen Laserscan-Punkte und Bilder in allen 360-Grad-Richtungen aufgenommen worden. Und so sieht es dann aus. Das wäre jetzt so ein Verteilerkasten. Und diese Verteilerkästen müssen an bestimmten Regeln folgen, wenn die aufgestellt werden. Die müssen zum Beispiel außerhalb von Ortschaften 5 Meter mindestens vom Fahrbahnrand weg sein, innerhalb der Ortschaften 2 Meter. Und sie müssen von dem Bürgersteig so viel Platz lassen, dass noch ein Kinderwagen durchkommt, also 1 Meter. Das heißt, die Verortung dieser Kästen ist eine relativ komplexe Angelegenheit. Und jetzt sehen wir hier so einen kleinen Trichter. Das ist der Trichter der Blickrichtung, in der wir gerade gucken. Und hier sieht man die roten Punkte. An jedem dieser Punkte ist eine so eine Laserwolke aufgenommen worden. Und man kann jetzt auch in die Zukunft, ich gehe jetzt mal ein bisschen vor, weil wir schon ein bisschen Zeit verloren haben. Hier gucken wir uns jetzt mal an ein Bild. Hier wird jetzt also ein Bild geschossen, ein virtuelles. Das heißt, wir sind hier in einer komplett virtuellen Umgebung. Und man muss nicht vor Ort gehen, um diesen Kasten, den wir jetzt dahingesetzt haben, aus verschiedenen Blickrichtungen zu fotografieren, also ein virtuelles Foto dort aufzunehmen und die dann zusammenzubauen und in einem vor dem Ausbau, nach dem Ausbau, vor dem Ausbau, nach dem Ausbau aus verschiedenen Perspektiven sich das anzeigen zu lassen. Das Ganze kommt in ein Dokument. Nochmal ein Stückchen zurück, genau, da ist das Dokument. Und hier steht also die Größe von dem Kasten, den wir eben gesetzt haben, eine Übersichtskarte, die Adresse und das ist dann das Dokument, das an die Behörde geht, um dort genehmigt zu werden. Also wir haben hier ein T-Surface Car, dann nehmen wir Daten auf. Auf der anderen Seite haben wir Autofotografie, eine Point Cloud, wir haben Oberflächendaten und auf der anderen Seite bekommen wir die Positionen von den Verteilerkästen und führen das dann zusammen in die sogenannten Potential Trenches. Und die wurden berechnet über einen komplexen Prozess, bei dem Gewichtung vorgenommen wurde. Wenn also hier zum Beispiel ein Baum steht, dann kann der Baum nicht benutzt werden, obwohl das die günstigste Linie eigentlich wäre mit einer 1, sondern muss man an der Stelle eben außen rum gehen. Das Ergebnis davon, wenn man also hier die Straße hat, das sind alles Pixelpunkte von der Autofotoklassifikation und hier ist der Bürgersteig und dazwischen ist der Randstein, ist dann, dass an dieser Stelle ein Bogen um den Baum gemacht wird und das Ergebnis sind davon dann ziemlich krakelige Linien. Das war die erste Anforderung durch die Telekom. Wenn das jetzt in einem Leistungsheft gestanden hätte und wir hätten das so implementiert und hinterher abgegeben, dann hätten die Planer damit nichts anfangen können, weil was die Planer brauchen, sind gerade Linien. Und das zeigen wir uns jetzt mal in einem kleinen Projekt mit QGIS. Ich fliege das mal gerade ein. Hier sieht man jetzt also live die entsprechenden Daten. Wir gehen die mal kurz durch. Wir haben also auf der einen Seite die Trenches, die ursprünglich mal gesetzt worden sind. Und die sehen zum Teil etwas krakelig aus, sage ich mal. Umgangssprachlich, das sind also diese Linien hier. Und die neuen, die jetzt oben drauf gelegt worden sind, der neue Verlauf, der ist wesentlich gerader. Das sind diese grünen Linien, die jetzt oben drauf liegen. Und die sind nach einer DIN-Norm berechnet worden, die haben 70 cm Abstand von der Flurstückskante in den Gehwegbereich. Und hier sieht man jetzt, das sind die Daten von dem KNN, also von diesem neuronalen Netzwerk, das wir vorhin auch schon mal in dem kurzen Filmchen gesehen haben. Und über dieses neuronale Netzwerk werden diese Daten erhoben. Augenblick kurz. Input zur Berechnung. Tatsächlich, da sind die Daten. Keine Objekte. Genau, hier kann ich noch weitere hinzutun. Das sind jetzt die Baumkrone, die noch mit dazu genommen worden sind. Sträucher, Nadelbaumkrone und so weiter. Und der Asphalt ist mir jetzt gerade verloren gegangen. Und jetzt sieht man schon, nur an den Straßenkanten werden diese Daten erhoben. Und deswegen gibt es noch eine zusätzliche Ebene. Und das sind dann die Orthoklassifikationsdaten, die eben auch in die Hinterhöfe mit reinkommen, wo ja auch Linien verlegt werden müssen. Deswegen also diese komplexe Zusammenspiel von einmal Orthofotos und auf der anderen Seite
Befahrungsdaten. So, ich gehe jetzt mal zur Konkurrenz. Das sieht hier ja eigentlich auch ganz cool aus. Und hier hat man auch ein 3D-Modell und da sind auch schöne Bilder drin. Das ist eigentlich eine super Sache, was Google da gebaut hat. Das ist jetzt genau das gleiche Gebiet, da kann ich mich schön drin bewegen. Aber man sieht natürlich, hier sind auch die Kästen zu sehen. Aber es fehlt an Detailgenauigkeit. Das hier zum Beispiel ist ein Objekt, das ist ein Gullideckel, den wir tatsächlich für die Berechnung auch brauchen. Der aber hier eindeutig identifiziert werden kann über die KNN. Mal die nochmal aus. Jetzt sieht man schon, jetzt verlaufe ich mich in meinen eigenen Daten. Oh, haben wir die hier? Hey, da haben wir sie nicht. Datenpflaster, das ist die PT Surface Type. Jetzt muss ich hier nochmal runtergehen. KNN-Objekte, genau, da haben wir sie. Und da sind auch die Bordsteine. Ich nehme jetzt mal die anderen alle raus, dass die nicht so stören. Und die Orthofotoklassifikation auch. Und da die Schachtdeckel. Das heißt, diese Schachtdeckel zum Beispiel, die werden jetzt von den KNN erkannt. Und was auch von den KNN erkannt wird, sind Baumstämme. Und Baumstämme wurden eben als Störer identifiziert, die mussten umfahren werden. Und in der neuen Berechnung ist es aber umgekehrt, da werden die jetzt nicht mehr umfahren, sondern sie werden mit einem anderen Preis belegt. Das heißt, wir können jetzt hier eine Kostenanalyse drüber laufen lassen. Das ist die hier. Und je breiter die Linie, umso höher die Kosten. Das heißt, Platten sind zum Beispiel das teuerste. Asphalt ist etwas günstiger. Und ungemundener Obenaufbau, die Grünlinie hier, das ist das Einfachste. Das ist einfach eine offene Wiese. Da kann man das relativ billig verlegen. So. Das ist also schon eine relativ komplizierte Angelegenheit, die natürlich in so einem reinen Oberflächen- und auf eher hübsch gemachten System nicht wirklich verwendet werden können. Jetzt gehen wir, ein paar Minuten haben wir noch, mal in die Softwareentwicklung. Was musste gemacht werden? Es wurde Graskis REST-API erweitert, Actinie, da gab es ja auch Vorträge und Workshops in der Foskis hier. Dann die Trassenplanung selbst, die wir vorhin gesehen haben. Dieses pixelweise Routen wurde implementiert. Das haben wir dann wieder weggeworfen. Und stattdessen aber die Pixelinformation, die aus der OC-Klassifizierung oder aus der Orthofotoklassifizierung rausgekommen ist, trotzdem verwendet, um die Kosten für die dann bereinigten Linien auch ausrechnen zu können. Dann die Auswertung der 3D-Befahrungsdaten mit einem neuronalen Netz. Ich sage jetzt extra nicht künstliche Intelligenz, sondern es ist einfach ein neuronales Netz. Das Ganze wird verwaltet über das MapViewer-Frontend. Das haben wir vorhin gesehen, wo wir diese Positionierung von dem Standort setzen konnten, von dem Verteilerkasten. Und dann gibt es ein GDI-Dashboard, in dem man sehen kann, wie die einzelnen Dienste laufen mit den verschiedenen Daten, ob alles zur Verfügung steht und so weiter. Alle Komponenten müssen installiert und parametriert werden und dabei den Sicherheitsanforderungen der Telekom IT folgen, müssen importiert werden, eingebunden, leistungsoptimiert werden und so weiter. Und diese Berechnungen finden ja, wie wir anfangs gesehen haben, in einem bestimmten Gebiet statt. Und wenn jetzt jeder für diese Gebiete seine Daten selbst zusammensammeln müsste, wäre das natürlich unendlich mühsam. Deswegen wird das eben gesammelt als GDI bereitgestellt. Es kann aber auch nicht alles immer berechnet werden, das ganze Land jederzeit. Und deswegen eben diese Reduzierung auf bestimmte Bearbeitungsgebiete oder eine OC-Klassifizierung innerhalb von wenigen Stunden zum Beispiel durchlaufen kann, auch für ein ländliches Gebiet mit einer gewissen Größe. Das Ganze wird in der Open Telekom Cloud betrieben. Möglicherweise zieht das aber auch mal um in eine andere Cloud. Das müssen wir mal gucken. Und der Aufbau dieser Architektur ist natürlich durch die Verwendung von Cloud-Technologie wesentlich komplexer. Wenn er dann mal steht, ist es einfacher, dort neue Komponenten einzuspielen, was dann wieder zurückfließt als Vorteil in die agile Softwareentwicklung. Wenn man also einmal Acquisition und Provisioning of Data, das wäre die Datenbereitstellung, dann die T-Surface-Car-Daten, die aufbereitet werden von einem KNN und Orthofotos, die aufbereitet werden für die hinteren Bereiche, wo das Surface-Car nicht ran kann, eine Orthofoto-Klassifizierung, das Ganze läuft zusammen in Classified Surface Cover, wird dann berechnet von Actinia und die Ergebnisse in eine Postgres-Datenbank bestellt, die über einen Geo-Server wieder bereitgestellt wird als Geospatial Services für die anderen Systeme. Intern gibt es auch noch ein großes Energieversorger, Telekommunikationsversorgersystem. Das ist so ein Fachsystem, das von dieser GDI sich dann die Daten holt und auch selbst wieder bereitstellt als Schnittstelle standardisiert.
der eigentliche Planungsprozess der Verteilerkästen und der potenziellen Potential Trenches, der findet statt in diesem Bereich über eine Web-Client. Das Ganze ist also webbasiert, so dass es von überall ohne irgendeine Installation sofort in Betrieb genommen werden kann. Damit diese Aufgaben parallel erledigt werden können, entsteht und wir diesen erheblichen Zeitdruck haben und Koordinationsaufwand, verwenden wir ein agiles Vorgehen. Das ist auf der einen Seite Scrum und auf der anderen Seite SAFe. Scrum haben wir jetzt öfter schon mal gehört. SAFe ist das gleiche, bloß eben als große Architektur, sage ich mal, für Konzerne. Und da sieht man schon, hier oben sind die Business Owner und Epic Owner, ein Release Train Engineer, die Product Manager, der Product Owner, der Scrum Master. Und hier unten wird eigentlich die ganze Entwicklung geleistet. Und das Ganze kaskadiert dann einmal nach oben als Ergebnis und von oben nach unten mit den Anforderungen da rein. Das ist eine relativ umfangreiche Angelegenheit. Ich möchte jetzt aber erst nochmal zurückgehen auf Scrum. Wir können das aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Ich habe das letztes Jahr schon mal vorgestellt, deswegen gehe ich jetzt nicht mehr weiter darauf ein, wie das zustande gekommen ist, die verschiedenen Programmierstile, Philosophie und so weiter, sondern wir, ja, ich kann das Wort Scrum eigentlich nicht mehr hören. Und wenn Ihnen jemand sagt, ich mache Scrum, dann gucken Sie mal genau hin, ob das auch wirklich Scrum ist, weil oft wird Scrum dann agil großgeschrieben und dann ist es eigentlich nicht mehr agil, sondern dann ist es nur noch ein Verfahren, nach dem man vorgeht, weil das halt so cool im Moment ist. Deswegen also aufpassen, wenn man Scrum hört, ob da auch wirklich Scrum drin ist. Wichtig ist bei der agilen Softwareentwicklung, dass Änderungen im Plan unvermeidbar sind. Kurzes Beispiel nochmal zurückerinnern. Wir haben erst zu Linien gemacht, die möglichst kostengünstig irgendwie den Weg gefunden haben. Und hinterher dann festgestellt, dass die Planer damit gar nichts anfangen können. Und dieses Vorher und Hinterher, das ist eben, je schneller man das zusammenbringt, also ein Ergebnis produziert und dann gleich das Ergebnis von den Fachanwendern, von den Endanwendern bekommt, ob das sinnvoll ist und verwendet werden kann oder nicht. Je dichter dieser Prozess zusammen ist, umso eher können wir damit was anfangen, können gegensteuern und können bessere Software programmieren. Scrum wird jetzt alle 2 bis 4 Wochen in einem Sprint geplant und ich sage immer, mit Scrum sollte man anfangen und danach dann sich die agilen Methoden daraus nehmen, die für einen wirklich sinnvoll sind. Und gucken wir uns mal an. Wichtig ist, dass wir die Rollen haben, Artefakte und Meetings. Ein ganz kurzer Durchgang nochmal. Rollen, wir haben das Team, den Product Owner, Scrum Master und Stakeholder. Und wie im vorhergehenden Vortrag auch schon gesagt wurde, hat der Product Owner relativ viel zu tun. Das wird oft falsch eingeschätzt. Also bisher war es so, dass wir also erstmal ein Leistungsheft geschrieben haben, in dem stand alles fein klamüsert drin, was gemacht werden soll. Dann wurde das ausgeschrieben, bepreist, dann hat jemand angefangen zu entwickeln, dann wurde das abgenommen und dann wurden wieder die Häkchen ans Leistungsheft gemacht und dann war das Ding fertig. Wenn man ein solches Softwareprojekt hat, dann ist das eine sehr angemessene Vorgehensweise. Wenn man aber ein Softwareprojekt hat, bei dem man möglicherweise noch nicht weiß, wie man es genau implementiert oder was dabei rauskommt oder die Laufzeit vielleicht sogar mehrere Jahre in Anspruch nimmt, dann funktioniert das nicht mehr. Und dann muss der Product Owner kontinuierlich das sogenannte Backlog pflegen. Was ist das Backlog? In dem Backlog werden die User Stories gesammelt, also das Leistungsheft dynamisch zusammengebaut, in dem erläutert wird, welche Aufgaben tatsächlich anstehen. Und der Product Owner muss jetzt diese Aufgaben priorisieren, was als erstes gemacht werden soll. Das ist eine kontinuierliche Aufgabe und wird auch gerne mal unterschätzt, wie viel Aufwand das ist. Der Vorteil von dieser Vorgehensweise ist, dass der Product Owner jederzeit über den Stand der Aufgaben informiert ist. Und Product Owner unterschätzen anfangs immer den Aufwand, um das Backlog zu pflegen. Das ist also der Prozess der Leistungshefterstellung und der läuft parallel zur Softwareimplementierung vom ersten bis zum letzten Tag, läuft das die ganze Zeit parallel. Das ist der Hauptunterschied. Die Scrum Master sind nicht wichtig, die achten auf die Einhaltung der Regeln, schützen das Team, moderieren Besprechungen, passen auf, dass es nicht zu viele Besprechungen gibt und dass die rechtzeitig wieder beendet werden. Stakeholder sind alle, die an dem Projekt ein Interesse haben, aber vielleicht nicht direkt daran arbeiten. Sie haben keinen direkten Einfluss auf das Projekt, sondern nur mittelbar über den Product Owner. Das ist auch wichtig. Eine Beschaffungsstelle ist zum Beispiel ein Stakeholder.
Die haben nämlich das Geld und müssen das Geld so investieren, dass was Sinnvolles dabei rauskommt, weil sonst tritt ihnen der Rechnungshof auf die Füße. Das ist das Interesse der Beschaffungsstelle. Die können aber keinen direkten Einfluss auf das Projekt nehmen oder wie das Projekt umgesetzt wird, sondern das kann nur der Product Owner. Das wurde in dem vorherigen Beitrag, den ich unbedingt empfehlen würde, zu nochmal nachzugucken, falls Sie den nicht gesehen haben, auch sehr schön beschrieben. Und dann brauchen wir natürlich Rahmenbedingungen, die es erlauben, agil zu arbeiten. Gucken wir uns nochmal die Artefakte an. Ich habe es schon kurz erwähnt. Was haben wir da jetzt? Wir haben die User Story, in der steht drin, was soll denn eigentlich erzielt werden? Was wollen wir erreichen? Das heißt nicht, welches Feature soll implementiert werden, sondern was wollen wir hinterher haben? Ob wir dieses Feature mit einem Button, mit dem man Plus klickt, um dann reinzuzoomen, oder mit dem Scrollrad erreichen, das ist nicht die Frage, die im Leistungsheft spezifiziert wird, sondern im Leistungsheft wird spezifiziert, der User möchte gerne über ein Eingabegerät in die Karte hineinzoomen oder hinauszoomen. Wie das dann gemacht wird, entscheidet ein Task. Und dieser wird vom Team formuliert. Das heißt, das Team denkt sich dann aus, wenn es die User Story verstanden hat, wie könnte ich das denn am geschicktesten umsetzen? Und ein Task ist so präzise genug formuliert, wenn er in wenigen Stunden oder Tagen erledigt werden kann. Ein Task kann also nicht sein, baue mir eine performante Rasterbildauskunft für Luftbilder für ganz Deutschland. Das wäre viel zu grob definiert. Das ist dann nicht ein Task, auch keine User Story, sondern das ist ein Epic. Das sind also diese drei Ebenen, die man da hat. Das Epic ist so die allgemeine Vision. Dann in dieser Epic werden dann sortiert in die verschiedenen Epics die User Stories formuliert. Und in den User Stories gibt es dann Tasks. Und diese Tasks, die haben dann ein klares Definition of Done. Das heißt, es ist nur, wenn eine bestimmte Reihe von Kriterien erfüllt ist, wirklich erledigt, diese Task. In dem Product Backlog enthält jetzt alle User Stories. Und im Sprint-Backlog sind alle User-Stories, die für einen Sprint zusammengestellt sind. Ich muss zum Ende kommen. War das richtig aus der Regie? Ja. Dafür gibt es die Meetings. Das sind Sprint-Planning-Meeting, Daily-Stand-Up und Sprint-Review. Und das Retrospective, das gerne vergessen wird. Und die flexiblen Meetings mit einer kontinuierlichen Aufgabe sind die Backlog-Refinements. Im vorherigen Vortrag sind es die vielen täglichen Telcos, bei denen man Videotelefonkonferenz sich besprochen hat, was denn die nächste Implementierung sein soll. Das wäre der gesamte Prozess mal so zusammengefasst. Und wenn man das jetzt nochmal selbst wieder als einen Prozess sieht, das heißt, man nimmt jetzt jedes einzelnen Product Owner und packt die in ein Team, dann kann man auch mit großen Projekten einen Scrum of Scrum machen, in dem jetzt die Product Owner in einem ähnlichen Rhythmus auch sich gegenseitig die Projekte vorstellen, die sie gerade bearbeiten, Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Teams herausfinden und diese dann sortieren. So als grober Daumen, kleinere Projekte mit einem Team von nicht mehr als 5 bis 7 Entwicklern können mit einem Scrum-Projekt erledigt werden. Mittelgroße Projekte, bei denen man zum Beispiel 5 Software-Teams braucht, sollten das schon mit Scrum auf Scrum machen. Und wenn man mehr als 10 Teams hat, dann sollte man auf jeden Fall noch eine Projektmanagement-Organisationsstruktur drumherum bauen. Und da könnte man sich orientieren, zum Beispiel an SAFe. Der Product Owner ist auf der, wenn wir jetzt auf der Auftraggeberseite sind, in der öffentlichen Verwaltung zum Beispiel, wahrscheinlich die wichtigste Rolle, weil er eben das Product Backlog zusammenstellt. Das wäre das Leistungsheft. Und das ist das, was bis heute immer im vorgelagerten Prozess gemacht wird, vor der Ausschreibung. Und genau das ist heute nicht mehr zielführend. Es ist zielführender, wenn man diese Leistungsbeschreibung schon im Prozess der eigentlichen Softwareerstellung mit begleitet und wirklich ein ständiges Iterieren hat zwischen ich ändere meine Leistungsbeschreibung, implementiere Software, probiere sie aus, stelle fest, wo ich noch was verändern kann, gehe wieder in das Product Backlog, mache neue User Stories und so weiter. Das ist das Backlog Refinement. Im Sprint Planning stellt der Product Owner seine neuen User Stories vor und das immer nur in einem Zeitraum von ungefähr 2 Wochen, in dem dann die Arbeit gemacht wird. Und das Team fragt nach, bis alles klar ist. Und jetzt kommt als letztes, und dann bin ich auch fertig, das Team schätzt den Aufwand und ich sage mal Risiko und Tomate. Das Problem ist nämlich, wenn man einen Entwickler fragt, wie lange dauert das noch zu entwickeln, sagt er typischerweise bei komplexeren Themen 6 Wochen.
wenn man nach 6 Wochen kommt, sagt er wieder 6 Wochen. Das heißt, die Zeitaufwand zu schätzen, eine bestimmte Software zu entwickeln, ist fast unmöglich. Wir sind da nicht besonders gut drin als Menschen, Zeit zu schätzen. Was wir dagegen können, ist, wir können vergleichen. Wir können sagen, das hat so lange gedauert und das, was ich jetzt machen möchte, das dauert wahrscheinlich länger oder dauert weniger länger. Und wir können auch sehen, wie viel Risiko in einer bestimmten Fragestellung tatsächlich drinsteckt. Und dann sagen wir eben nicht mehr, das ist jetzt in 2 PT erledigt, sondern wir sagen, naja, könnte sein, dass ich das in einem Tag erledigt habe. Das kann aber auch sein, dass ich 2 Wochen auf die Zulieferung des Kunden warte, bis ich dann die Daten habe, mit denen ich das wirklich machen kann. Und dadurch wird dann eine realistischere Projektplanung überhaupt erst möglich. Wichtig zu beachten, das Management muss agil unterstützen. Es ist ganz wichtig, dass man nicht sagt, naja, ihr macht das jetzt agil, aber eigentlich machen wir weiter wie bisher. Das funktioniert nicht. Es ist wirklich ein Umstellungsprozess und man muss lernen, wie das geht. Teams sollten immer multidisziplinär arbeiten. Es geht nicht, dass man ein reines Entwicklerteam hat, sondern da muss ein UX-Designer dabei sein. Da muss jemand dabei sein, der testet. Und zwar vom ersten Tag, nicht erst hinterher. Teams müssen selbstverantwortlich arbeiten lernen. Das können Teams oft nicht. Und Anwenderinnen müssen mitmachen. Wenn Anwenderinnen nicht mitmachen, bekommen wir nicht die Rückmeldung, die wir brauchen, um zu sehen, ob die Software, die wir da programmiert haben, auch wirklich funktioniert. In der Umsetzung gilt auch wieder, jeder Jack ist anders. Das sind meine rheinischen Wurzeln. Scrum ist eine Methodik und muss mit Leben gefüllt werden. Und deswegen wird anfangs ein Scrum-Handbuch erstellt. Das ist dringend zu empfehlen. Einmal pro Projekt und einmal für die Firma oder für das Team oder auch für die öffentliche Verwaltung, die das gerne machen möchte, in der definiert wird, wie denn ein solches Projekt läuft. Und auch dieses Scrum-Handbuch unterliegt natürlich selbstständiger Verbesserung. Vielen Dank. Ich bin, glaube ich, einigermaßen in der Zeit geblieben und freue mich auf ein paar Fragen. Dankeschön. Wir haben tatsächlich einige Fragen, die sind aber teilweise so spezifisch, da würde ich dich bitten, die vielleicht dir nochmal im Detail anzuschauen und vielleicht freundlicherweise im Chat zu beantworten, wenn das für dich in Ordnung wäre. Wir haben auch einen ganz klaren Favoriten und der Favorit ist glücklicherweise so einfach, dass ich den auch voll und ganz verstehe, nämlich werden diese Daten oder Teile davon von der Telekom öffentlich zur Verfügung gestellt, also was ist da die Open Data Policy quasi der Telekom? Soweit ich weiß, hat die Telekom dort keine Open Data Policy, was ihre eigenen Berechnungsdaten angeht. Einerseits, weil das Wirtschaftsfaktoren sind und andererseits, weil es Infrastrukturdaten sind, die vielleicht sogar schützenswert sind. Da bin ich mir nicht sicher, aber die Daten, die reinkommen in die Telekom, die sollten Open Data sein, weil das einfach den Planungsprozess erheblich beschleunigt. Und es auch ermöglicht kleineren Anbietern, die vielleicht nicht so groß sind wie die Telekom, ähnliche Dinge zu tun mit der gleichen coolen Open-Source-Software, die die Telekom hiermit bezahlt hat. Das heißt, im Bereich der Daten bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht dazu kommen wird, dass da was frei wird. Im Bereich der Software ist das aber tatsächlich Fakt. Alles, was da passiert, nicht alles in den proprietären internen Systemen machen, die weiß ich was nicht, ne? Aber das, die OC-Klassifizierung, Actinia und das alles, was wir sehen, das wird alles Open Source. Das ist ziemlich cool. Mhm. Ja, dann stelle ich noch eine zweite Frage, die ist auch relativ kurz und wurde auch noch jetzt gerade ein bisschen hochgevotet. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es jetzt nicht hundertprozentig. Ich lese vor, du kannst damit was anfangen vielleicht. Wie weit ist die Telekom mit der Digitalisierung, Migration des Bestandsnetzes von Megaplan hin zu GIS-Formaten? Auch diese Daten müssen in der GDI abgebildet sein. Das ist zum Glück ein Teil, mit dem ich nichts zu tun habe. Megaplan ist die, ich sage immer, das ist Kruppstahl, das ist Software, die ist schon ein bisschen älter. Und wir sind froh, wenn wir alle Daten, die aus dieser Datensenke kommen, als Dienste bereitgestellt bekommen. Und wie weit die tatsächlich sind, kann ich nicht sagen. Aber wir bekommen sowohl Leitungen als auch Trassen als auch Standorte mit einer Koordinate und ein paar Metadaten dran. Also das sind tatsächlich schon GIS-Daten. Wie die da herauskommen, ist für mich Blackbox. Ja, Megaplan hört sich jetzt auch nicht so agil an, ne? Vom Hörensagen, aber gut.